Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Am 24. September ist es soweit, dann erscheint das nächste große DLC für Crusader Kings 3 Roads to Power. Und das möchte ich euch in dieser Videoreihe ausführlicher vorstellen. Falls ihr das kaufen wollt, das Ganze kostet bei Steam rund 30 Euro. Falls ihr Besitzer dieses dritten Expansion Packs oder Expansion Passes seid, das dritte Kapitel heißt das, glaube ich, dann ist das zentraler Bestandteil, dann braucht ihr es natürlich nicht noch einmal einzeln kaufen. Für alle anderen, die es kaufen möchten, empfehle ich meinen Keyshop-Partner GamesPlanet. Dort bekommt ihr auch ein Steam-Key mit dem Rabattcode STEINSTRAÇE, könnt ihr 10% sparen bis zum 31.10. Danach immerhin noch 5%. Und wenn ihr den Link nutzt in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar, dann unterstützt ihr mich und diese Art Videos. Vielen, vielen Dank dafür. Also der Rabattcode ist für euch. Die Nutzung des Links sichert die Unterstützung. Bevor es jetzt gleich losgeht, erlaube ich mir noch einen Programmhinweis in eigener Sache. Ganz aktuell, wenn ihr das heute quasi zum Release schaut, wird gleich ein Livestream starten ab 19.30 Uhr, wo ich mit diesem DLC einen mecklenburgischen landlosen Abenteurer spielen werde. Und wir werden als One-Shot an einem Abend mal schauen, wie weit wir mit diesem kommen werden und dadurch diese Abenteurermechanik auch intensiver kennenlernen. Und am kommenden Freitag wird es ein Revival des Ränkespiels geben. Maurice hat wieder eingeladen. Wir spielen Crusader Kings 3 mit diesem DLC. Wir starten als Landlose und wollen versuchen, in Byzanz so weit wie möglich aufzusteigen. Freitag ab 16 Uhr, beides auf Twitch. Falls ihr dies hier später seht und euch dafür interessiert, ihr könnt das auch nachschauen auf YouTube, auf meinem Zweitkanal Steinwallen Uncut. Link in der Videobeschreibung. So, was erwartet euch jetzt im DLC und dementsprechend auch in dieser Videoreihe? Das DLC umfasst vor allem zwei Hauptthemen. Einmal die landlosen Abenteurer, von denen ich schon gesprochen habe und um die es in exakt diesem Video gehen wird. Und dann zum zweiten Hauptthema ist natürlich Byzanz und da ja, eine neue Regierungsform, ein administratives Reich, das deutlich anders funktioniert als bisher, ich sag mal, die Reiche, die wir kennen mit dem Lehnswesen. Darum soll es in einem zweiten Video gehen und in einem dritten Video will ich alle sonstigen Elemente zusammenfassen, die noch mit dem DLC kommen, aber vor allem über die kostenfreien Inhalte sprechen, die mit dem Patch kommen. Vielleicht die wichtigste Änderung ist, dass die Komplottmechanik jetzt anders läuft. Also das sind die Themen dieser drei Videos. So. Ich will nicht falsche Erwartungen erwecken, das ist mir ganz wichtig, es nochmal vorwegzustellen. Das Ganze ist jetzt kein Testvideo, kein Review-Video. Ich konzentriere mich darauf, euch zu zeigen, was sind wirklich jetzt die Inhalte dieses DLCs, was verändert sich, ist so eine Art Tutorial, das Ganze. Ich habe natürlich ein bisschen rumprobiert, einige Stunden hier und da gespielt, aber nicht so lange, um wirklich qualitativ einzuschätzen zu können, ob das gut ist, ob das insgesamt funktioniert. Da müsst ihr euch anderen Content Creator widmen oder andere Tests lesen. Das ist nicht mein Ziel. Es geht wirklich um eine Feature-Vorstellung, ganz wichtig. Und zum Zweiten, bitte erwartet jetzt hier keinen super knackigen Überblick. Das kriegt man auch woanders sehr, sehr gut. Ich werde wirklich ins Detail gehen und euch ja, möglichst alles hier präsentieren, wie es alles funktioniert. Also es wird sehr ausführlich werden, alle drei Videos werden recht lang werden. Nur, dass ihr hier nicht irgendwie falsche Erwartungen habt. So, und bevor wir jetzt wirklich einsteigen mit dem ersten großen Thema Abenteurer, erlaube ich mir noch was Besonderes, nämlich einen, ja wie soll ich sagen, einen Kurzeindruck vorweg. Und zwar mit Blick auf die Situation von Crusader Kings 3 und was dieses DLC vielleicht ändern könnte oder wie es sich einordnet. Das ist deshalb mir jetzt ein bisschen wichtig, weil auch ich und viele andere auch durchaus ein bisschen Kritik geäußert haben an der Entwicklung von Crusader Kings 3, die da laut, dass das Spiel an sich ein hervorragendes Spiel ist, auch viel Spaß macht, aber relativ einseitig ist und auch entwickelt wurde, nämlich dahingehend, dass sehr viel Rollenspiel passiert, sehr viele Stories geschehen, sehr viele erzählerische Events, die ausufernd sind, die repetitiv sind teilweise, passieren und vor allem, dass das Spiel darauf abzielt, dass der Spieler so eine Art Power-Fantasy umsetzen kann, in ganz verschiedenen Regionen mit interessanten Charakteren coole Ziele zu erreichen, coole Geschichten zu erleben. Das ist ja auch sehr, sehr gut. Aber eine zweite Komponente fehlt vielen und mir auch, nämlich, dass das Spiel
als Strategiespiel eigentlich zu wenig Herausforderung bietet. Also man wird eigentlich mit der Zeit immer stärker und es gibt kaum Mechaniken oder keine Mechaniken, die irgendwie dagegen spielen, sodass es am Ende sehr leicht wird und dann einfach nur noch dieser Story- und Rollenspiel-Aspekt übrig bleibt. Und das ist einigen zu wenig. So, das ist so ein bisschen der Status quo. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, verändert dieses DLC daran etwas? Grundsätzlich muss man sagen, tatsächlich kommt relativ viel Spielmechanik mit hinein, also auch bei Byzanz vor allem. Aber tatsächlich, mein Eindruck ist, dass es an diesem strukturellen Problem nichts ändert. Das bleibt weiterhin so bestehen. Die also da Hoffnung hatten, diejenigen von euch, dass es jetzt irgendwie eine grundsätzliche Veränderung darstellt, die muss sich enttäuschen. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, die Änderungen, die jetzt hier kommen, und zwar beiderlei, Abenteurer und auch dieses administrative Reich, sind so grundsätzlich und abwechslungsreich, dass sie auf jeden Fall ganz frischen Wind nochmal ins Spiel bringen. Ich sag mal so, das ist auch wieder Power-Fantasy-Wind. Aber es ist wirklich, spielt sich sehr, sehr anders, als man bisher Crusader Kings 3 gespielt hat. Insofern, ich finde, ein sehr gelungenes DLC auf den ersten Eindruck, ein sehr kreatives DLC, ihr werdet es gleich sehen, dass das die Art zu spielen verändert, aber nicht dahingehend, dass es halt wirklich ganz, sag ich mal, langfristig neue Herausforderungen bietet, sondern einfach ganz neue Stories anbietet, ganz neue Power-Fantasy-Möglichkeiten und die sind sehr, sehr abwechslungsreich. Das ist so meine Einschätzung vorweg. So, viel Vorrede heute, aber ich denke, es ist mal nötig gewesen. Okay, jetzt steigen wir ein mit dem Thema und jetzt ist auch der Moment gekommen, wo ich mich hier mal ausblende, würde ich sagen. Da gönnt mir eine kurze Sekunde, habe ich gar nicht vorbereitet. So, jetzt bin ich weg, das Bild kommt auch weg und jetzt steigen wir ein. Und zwar mit dem großen Thema Abenteurer. Und das ist wirklich revolutionär. Das heißt, wir können Crusader Kings erstmals spielen, ohne selbst Land zu besitzen, ohne selbst ein Herrscher zu sein. Wir haben keine Verpflichtung mehr. Und das zentrale Thema ist, dass man im Prinzip herumreist auf der Karte, heute hier, morgen dort ist und ja, so langsam Gefährten um sich sammelt, die so die wichtigste Ressource eines landlosen Abenteurers ist. Und die Idee dabei ist, oder der Ansatz ist, dass man dies entweder als ein kurzfristiges spielerisches Erlebnis hat, quasi als Übergang dazu, wieder Land zu bekommen oder erstmals Land zu bekommen. Oder man kann das aber auch, und so ist es designt, langfristig spielen. Man kann über Generationen hinweg wirklich Landlose spielen, sodass es hoffentlich weiterhin abwechslungsreich bleibt. Das glaube ich aber, weil es wirklich sehr unterschiedliche Arten gibt, das zu spielen und sehr unterschiedliche Ziele. Beides ist möglich. Grundsätzlich ist die Idee so, dass es relativ einfach ist, sag ich mal, wenn man das möchte, in irgendeinem entfernten Kaff ein armes Gebiet zu bekommen, relativ schnell. Aber wenn man jetzt als Landloser wirklich ein Herzogtum vielleicht oder sogar ein Königreich bekommen möchte, dann muss man sehr, sehr viel investieren und arbeiten. Und jetzt doch eine kleine Zusammenfassung. Kernspiel als Landloser ist es, dass man sich über die Karte bewegt, dass man hier so ein kleines Lager hat. Ihr seht es, das ist auch das Symbol. Dass man reisen kann, dass man das Lager ja mit dem Lager verreisen oder reisen kann, das umsetzen kann. Dass man Aufträge erfüllt, dass man Ressourcen erhält und damit das Lager, das Camp immer weiter ausbaut und ja dann woanders hinreist, andere Aufträge erfüllt und. Das eigene Prestige bestimmt dabei die Qualität und auch die Schwierigkeit der Aufträge. Am Anfang wird man in der Regel nur was von Grafen bekommen, dann später Herzöge und vielleicht auch dann irgendwann von Königen. Und es gibt halt die wichtige Mechanik der Vorräte, seht ihr neu, dieser Apfel repräsentiert das. Die sind wichtig, um eben reisen zu können, um in neue Orte zu kommen, um dort neue Aufträge zu erhalten. Gut, dann steigen wir jetzt mal ein in die Details. Und ihr seht es vielleicht schon, auf der Karte sind so kleine Symbole verteilt. Das sind jetzt Aufträge, die wir erfüllen können. Das ist übrigens mein Charakter. Das ist El Cid, Rodrigo Campeador. Mit El Cid und einigen anderen Charakteren hat das noch was Besonderes auf sich. Dazu komme ich später.
Der Spielstand ist auch nicht weit gespielt. Ich bin irgendwie hier gestartet und bin jetzt einmal umgezogen nach Südfrankreich, hier das Camp Sebaul. So, es gibt verschiedenste Jobs, verschiedenste Aufträge, die unterschiedliche Belohnung bieten. Also Hilfe bei Kriegen, Ratsaufgaben, Kindererziehung, Steuer eintreiben. Wir können uns das mal anschauen. Hier haben wir zum Beispiel eine Abschrift, die geleistet werden soll, eines Manuskriptes. Hier haben wir Hofunterhaltung, die wir leisten sollen. Hier gilt es, eine große Brücke zu schützen. Das ist ein Waffengang. Hier haben wir ja eine kriminelle Aktion. Hier können wir Reisen überfallen. Hier auch. Da geht es um Bürgerberaubung. Hier hinten kann man einem Ratsmitglied helfen, die Korruption zu bekämpfen. Und das hier ist tatsächlich sogar schon ein königlicher Auftrag. Seht ihr an den drei Sternen. König Alfonso möchte, dass wir Steuern einsammeln. Da gibt es wohl Probleme. Also das ist nur ein kleiner Ausschnitt an möglichen Verträgen. Sehr vielfältig das Ganze. So. Wie sieht so ein Auftrag genau aus? Können wir uns ja vielleicht mal angucken. Zum Beispiel, das klickt man dann an und man sieht, das ist unser Auftraggeber. Darum geht's. Das wird dann so ein bisschen storymäßig eingeleitet. Hier sieht man nochmal die Sterne. Und man sieht auch gleich, worum es geht. Also hier geht es um eine Komplottmechanik, Waffengang machen. Da ist vermutlich die persönliche Kampfstärke relevant. Wenn wir uns jetzt mal was anderes angucken, die Abschrift, da sieht man hier, es geht um Bildung. Hier sollte man also ganz gut sein im Bereich Bildung und hier erfolgreich eben das Manuskript zu übertragen. Bei Hofunterhaltung geht es um Diplomatie. Ja, da kann man also schon mal ahnen, ob das was für einen ist oder nicht. Wenn man das dann jetzt annimmt und ich tue jetzt mal so, halt, das ist jetzt die kriminelle Geschichte, dazu kommen wir später noch. Ich tue jetzt mal so, als ob ich diesen Waffengang machen möchte. Dann beginnt eine Reise, wobei ihr seht hier erstmal, was die Belohnungen sind. In diesem Fall bekommt man Geld, man bekommt Prestige und der Graf wird der Gönnerliste hinzugefügt. Dazu komme ich gleich später. Außerdem gibt es noch so eine Ritterentscheidung, wo man voranschreitet und man bekommt in der Regel auch Vorräte. Es gibt aber sehr unterschiedliche Belohnungen. Manchmal bekommt man gar kein Geld, aber andere interessante Sachen. Das hängt jetzt von den Aufträgen ab. Natürlich kann man auch fehlschlagen und dann verliert man in der Regel Meinung oder Prestige. So, ich versuche mal noch etwas anderes zu zeigen. Genau. Hier seht ihr noch eine andere Möglichkeit, nämlich es kann auch sein, dass man einen außergewöhnlichen Erfolg hat. Dann kriegt man von allem in der Regel mehr plus zusätzlich noch schwache Druckmittel in diesem Falle und ähnliches. Also da gibt es noch ein paar Variationen. Es gibt allerdings keinen kritischen Fehlschlag. Aber ihr seht, es gibt auch einen bedingten Erfolg, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Das heißt, man kann auch nur einen kleinen Erfolg bei diesen Aufträgen haben. Ich wollte ja hier kurz mal was annehmen, um euch zu zeigen, wie das dann funktioniert. Das Ganze ist dann verknüpft mit der Reisemechanik. Das heißt, hier wäre unser Ziel und dann würde eine Reise, ganz normal, wie man das kennt bisher, beginnen, um zu diesem Ort zu kommen. Manchmal, wenn Dinge weit entfernt liegen oder bei bestimmten Auftragstypen, kann man auch entscheiden, dass man das Camp quasi mitnimmt, dass man mit dem gesamten Lager umzieht. Das ist dann nochmal eine besondere Mechanik, das Thema Lager umziehen. Dazu komme ich später noch. So, ihr seht, es gibt unterschiedliche Typen von Aufträgen. Und welche Typen von Aufträgen man bekommt, das hängt mit dem Zweck seines Abenteurer-Daseins zusammen. Und das definiert man hier oben, nämlich das ist quasi der Lagerzweck. Und ihr seht, es gibt 6 verschiedene davon. Was ist das alles? Also, wenn man einen eigenen Abenteurer erstellt, startet man in der Regel, oder vielleicht auch, es gibt auch andere Möglichkeiten, als Abenteurer zu starten, als Wanderer. Hier ist es so, dass es die gleiche Wahrscheinlichkeit gibt, alle Arten von Verträge zu bekommen. Und man ist quasi noch nicht spezialisiert. Man kann dann ohne irgendwelche Kosten auf einen anderen Lagerzweck umsteigen. Das ist also erstmal so eine Art Findungsphase, wenn man sie dann haben möchte. Und dann gibt es, ich sag mal, diese 4 hier, das sind so die wichtigsten Ausrichtungen. Ich bin hier aktuell mit El Cid, das ist auch von Anfang an schon so definiert, eine Mietklinge, das heißt, ich bin ein Söldneranführer. Wie das funktioniert, dazu kommen wir später noch. Und das hat natürlich bestimmte Vorteile. Und was ihr hier schon seht, mit dem Lagerzweck sind auch bestimmte Lagerverbesserungen verbunden.
Nur Mietklingen bekommen die Belagerungspioniere, den Schließwagen, Palisadenbau, Grabengräber und bestimmte Arten von Offizieren. So hat jeder Lagerzweck so bestimmte Spezialitäten und auch die Kleidung der Anhänger, die ist durch diesen Lagerzweck bestimmt. Man kann aber auch Gelehrter werden, dann bekommt man mehr Bildungs- und Verwaltungsverträge, manchmal auch Diplomatieverträge. Da geht es also darum, Wissen anzusammeln. Man kann Entdecker werden, da geht es vor allem um Reisen. Es gibt auch spezielle Beförderungsverträge, wo man halt Leute begleiten soll. Die kommen dort mehr. Diplomatie und Ränkespiel spielt hier eine Rolle. Reisen hat auch noch eine Besonderheit, dazu kommen wir später noch. Und es gibt Freibeuter, aka ja, Krimineller im Prinzip. Man kann also zum Räuber und Dieb auch werden. Auch das ist möglich. Das Wechseln, wenn man einmal sich entschieden hat, kostet 1000 Prestige, gar nicht so wenig. Aber es ist natürlich durchaus möglich, im Laufe seines Lebens unterschiedliche Ziele zu verfolgen entsprechend. Und dann gibt es noch ein besonderes Ziel, nämlich Legitimierer. Hierfür muss man einen Anspruch auf einen Königreichrang haben. Das ist im Prinzip die Geschichte, dass man als Exilkönig mit einer großen Armee zurückkehrt. Das unternimmt zum Beispiel auch die KI, wenn es ihr möglich ist. Also man braucht aber diesen Königreichanspruch. Und hier gibt es besondere Verträge, die sogenannte Unterstützung bei Legitimierungsverträge. Das ist so, dass andere Könige, die man dann fragt, die helfen einem bei seinem Ansinnen, stellen einem Gold und Truppen zur Verfügung, aber möchten nach einem möglichen Erfolg irgendwie quasi das Ganze mit Rendite wieder zurückbekommen, in gewisser Weise. Möchten davon was abbekommen. Wenn man das nutzt, dann hat man so eine Art Zeitlimit. Man hat so 4 bis 8 Jahre Zeit, dann werden die nervös, dann setzen sie einem vielleicht nochmal eine andere Frist, aber man soll es dann irgendwie versuchen umzusetzen. Das ist also eine besondere Art. So, das bedeutet aber jetzt auch, wenn man als König spielt und landlos wird, ist das nicht Game Over. Das gilt allgemein übrigens als Feature jetzt, dadurch, dass es jetzt landlose Abenteurer gibt. Sondern man kann auf diese Art wieder spielen und quasi zurückkommen. Hat also nochmal ganz andere Spielphase dann. Okay, wie läuft jetzt so ein Vertrag ab? Es gibt unterschiedliche Arten von Verträgen. Es gibt einmal Aufträge, die eine Komplottmechanik haben. Zum Beispiel so ein Waffengang. Komplotte kennt ihr grundsätzlich. Da verweise ich mal auf das dritte Video, weil das ist mal unabhängig von diesen Aufträgen. Die sind natürlich DLC-Inhalt. Aber das neue Komplottsystem ist Patch-Inhalt. Das stelle ich da vor. Es gibt aber auch Aufträge, die quasi so Event-Aufträge sind. Ich gucke mal, ob wir hier sowas haben. Könnte sein. Normalerweise steht das hier so ein bisschen dabei, wo man also keine Komplottmechanik hat, sondern bei Events gewissermaßen Entscheidungen treffen muss, die dann auch wieder Zufallselemente haben können. Es gibt sogenannte Reiseverträge, wo man dann einfach quasi eine längere Reise absolvieren muss und dann gibt es Reise-Events. Und dann gibt es schon erwähnte Ratsaufträge, wo man meines Wissens auch über Events und Wahrscheinlichkeiten dann dem Auftraggeber entsprechend bei seinem Ratsauftrag helfen muss. Und es gibt, und das sehen wir aktuell hier nicht, auch Söldnerverträge. Das würde jetzt für El Cid relevant sein, aber man muss auch noch ein bisschen suchen. Hier ist es eine Besonderheit, dass man nicht nur alleine oder mit ein paar Gefährten anreist, sondern mit der Zeit eine Armee aufgebaut hat. Da ist die Gefahr, dass tatsächlich auch ein Stackwipe möglich ist, dass man die Armee verliert. Und ja, und dann bekommt man eine Belohnung entsprechend seinen Kriegsanteilen. Auch das erkläre ich später nochmal genauer. Ich will euch jetzt erstmal nur diesen Überblick geben. Okay. So, wir haben hier schon gesehen bei diesen Verträgen, dass es so eine Gönnerliste gibt. Was hat es damit auf sich? Das ist so, dass man mit der Zeit, wenn man Verträge erfolgreich erfüllt, nur dann sammelt man Gönner an. Und die Gönner erreicht man über das Lagermenü. Auch das schauen wir uns nochmal gleich genauer an. Aber wir gucken erstmal in die Gönnerliste. Und ihr seht, ich habe hier mit El Cid schon ein paar Gönner angesammelt. Und ja, am Ende dient das
weitestgehend dazu, dass man hier einfach nochmal zusätzlich ein bisschen Gefälligkeiten, Ressourcen rausschlagen kann, weil da sind dann diverse Anfragen möglich. Allerdings ist das relativ eng gebunden an den Umkreis des Camps. Das heißt zum Beispiel, auch wenn ich jetzt König Alfonso als meinen Gönner habe, reicht es nicht, dass ich dort bin. Ich kann ihn nicht anfragen, weil ich entfernt bin. Ich müsste erst mein Lager wieder in seine Nähe verlegen. Aber hier, können wir uns mal anschauen, hier haben wir zwei Gönner. Und das kann man jetzt nutzen, um sie nach Vorräten zu fragen, nach Gold zu fragen. Interessant auch ein zufälliges Kriegsvolk-Regiment erfragen. Man kann sich von ihnen Ritter ausleihen, die man dann irgendwie 5 Jahre lang bekommt. Man kann, und das ist die einzige Art interessanterweise, um als Abenteurer an sowas ranzukommen, man kann fragen, ob man Heirat arrangieren kann mit einem Adligen. Das ist eine heikle Angelegenheit. Bei Königen wird das mit Sicherheit nicht so einfach gehen. Bei ihnen scheint das hier möglich zu sein. Man kann aber auch anfragen, ob man einen weiteren Vertrag bekommt, um dadurch die Meinung zum Beispiel noch weiter zu verbessern. Das ist vielleicht wichtig bei einem König, weil wenn man mit einem König dann sehr, sehr gut der Meinung ist, dann ergeben sich dann auch andere Optionen. Vielleicht sogar eine Heirat in ein Königshaus. Naja, das ist so eine Sache. Oder man kann bitten, dass er ein Prachtturnier in den nächsten 1 bis 2 Jahren startet, damit man dort teilnehmen kann. Das sind so Möglichkeiten, die man hier bekommt, auf Kosten der Meinung. Ihr seht es, minus 50 fällt die dann, wenn man das hier bittet. Ja, das sind die Gönner. So, jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt, dass man auch als Krimineller spielen kann. Und ihr seht das hier so ein bisschen besonders markiert, diese entsprechenden Aufträge. Das ist so ein bisschen merkwürdig, wenn man hier raufklickt. Eigentlich ist das ein Auftrag, dass er jemanden sucht, der sich hier um Schurken kümmert. Die Idee dahinter, das finde ich nicht sonderlich gut dargestellt. Wir haben hier sowas Ähnliches mit Reisenüberfällen. Hier, er sucht vertrauenswürdige Mietschwerter. Die Idee dahinter ist, dass gewissermaßen, ja, das für uns jetzt ein Anlass ist, quasi nach dem Motto, ah, da kann man gut überfallen, machen wir das jetzt auch. So, dass das was Besonderes ist, sieht man hier daran, das ist ein Strafvertrag. Ja, das ist also nicht nett, sondern kriminelle Handlung. Dementsprechend verliert man auch Meinung. Und das Interessante dabei ist allerdings, dass man dann als Krimineller eine sogenannte Galgenvogel-Eigenschaft erhaltet, wo man grundsätzlich erstmal weniger Legitimitätszuwachs hat, wobei das ist als Landloser eh irrelevant. Außer man behält das dann später, wenn man Land bekommt oder hat. Und es gibt jetzt verschiedene Bereiche. Bandit, Schwindler, Dieb, Wilderer, Marodeur, in dem man jetzt Punkte bekommt und dann entsprechende Auswirkungen hat. Zum Beispiel immer zunehmendere schlechte Meinung von Landbesitzer, Vasallen oder überhaupt von anderen. Also das geht dann hier richtig hoch, wenn man in allen Bereichen dann auch hoch ist. Aber es gibt natürlich auch positive Effekte. Prestige pro Schrecken, teilweise sind es auch Werte, die sich verbessern, Kriegsführung und so weiter und so fort. Also da ist so ein relativ komplexes Kriminalitätssystem steht dahinter. Ja, es gibt auch manchmal die Möglichkeit, bei nicht kriminellen Aufträgen durch Entscheidungen dann doch irgendwie den kriminellen Weg zu gehen, seine Auftraggeber zu bescheißen, alles das ist möglich. Wenn man kriminell geworden ist, dann gibt es eine Entscheidung, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil El Cid ist nicht kriminell. Eine Entscheidung irgendwann, und man möchte aussteigen aus dem System, dann gibt es eine Entscheidung, reinen Tisch machen. Und dann kann man für relativ viel Gold, und man braucht auch gewisse Frömmigkeit und Prestige, kann man gewissermaßen die eben gezeigten Stufen reduzieren, oder überhaupt diese Galgenvogel-Eigenschaft loswerden. Zum Beispiel, wenn man dann irgendwann Land bekommen will, dann ist es ein Problem, wenn man als Krimineller bekannt ist, weil dann mag einen niemand mehr und man kann dann eigentlich gut regieren. Gut, soweit zu dem kriminellen Weg. Jetzt lasst uns über das Thema Vorräte sprechen. Grundsätzlich ist es so, wenn man am Ort bleibt, also wenn man sich nicht mit dem Lager bewegt, sondern nur als Einzelperson zu den Aufträgen hinreist, so wie ich das eben euch gezeigt habe, dann verliert man keine Ressourcen, außer die Reisekosten, die es ja auch immer noch gibt. Aber
man braucht keine Vorräte oder so auszugeben. Das heißt, wenn man am Standort selbst verbraucht die Truppe nichts. Das trifft tatsächlich auch für eine große Söldnerarmee zu. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ist von den Entwicklern aber eine Game Design Entscheidung, weil sie meinten, es würde keinen Spaß machen, weil man so in Sackgassen gerät, wo man nicht mehr rauskäme oder ähnliches. Also, wenn ihr euch mit dem Camp nicht fortbewegt, dann verbraucht ihr nichts, auch keine Vorräte. Wenn man aber sich bewegt und man kann eben dieses Camp verlegen, und ich simuliere das mal, wenn ich jetzt doch wieder zurück zu dem König von Leon möchte, dann klicke ich hier an. Dann seht ihr, das wird auch so eine Reise werden. Und dann seht ihr hier Vorratskosten 869. Wenn man sich bewegt, dann muss man eben diese Vorräte für diese Bewegung bezahlen. Und das ist so, dass je Baronie zahlt man im Prinzip, durch die man zieht. Das Gelände modifiziert das Ganze, also Sumpf, Gebirge und so weiter, macht das Ganze teuer. Und natürlich die Anzahl der Söldner, also der Armee, der Truppen, die man dabei hat. Ich habe jetzt schon relativ viel, deswegen ist das relativ kostspielig. Wenn man gar kein Söldneranführer ist, sondern nur sich selbst hat und ein paar Getreue, dann ist das recht günstig. Dann kann man schon relativ weit reisen damit. Es gibt auch eine Obergrenze, wie viele Vorräte man quasi haben kann. Diese Obergrenze kann erhöht werden durch Gebäude im Camp, also durch den Ausbau des Lagers. So, wenn die Vorräte knapp werden, und hier ist es wichtig, wir reden nicht von null, sondern ich weiß nicht, wie der Prozentsatz ist, vielleicht 10%, vielleicht 20%, also wenn das so knapp geworden ist, dann beginnen sogenannte Entbehrungsereignisse, das heißt negative Ereignisse auf der Reise, Gefährten hauen ab, weil sie vielleicht einem nicht vertrauen oder werden krank oder sterben möglicherweise sogar. Also darauf sollte man achten. Das heißt, das ist immer so ein bisschen Management. Wie weit reist man, wann reist man, macht man Aufträge, um Vorräte zu bekommen und so weiter und so fort. Ja, aber wie kommt man an Vorräte? Genau, ich hatte schon gesagt, natürlich Aufträge. Ja, da haben wir gesehen, das bringt fast immer irgendwie Vorräte. Aber es gibt auch die Möglichkeit, hier bei Entscheidungen Vorräte sammeln. Das heißt einfach in der Gegend das Versuchen, dort Vorräte zu bekommen. Alle 3 Jahre ist das möglich. Bestimmte Posten im Lager können die Sache noch verbessern, diese Geschichte. Dann gibt es die Möglichkeit, angeln zu gehen. Geht jetzt nicht, weil ich nicht am Flussufer oder an der Küste bin. Da baut man nebenbei auch noch Anspannung ab. Es gibt die Möglichkeit, tatsächlich über Aktivitäten eine Jagd durchzuführen. Das kennt man ja, die Jagd. Es gibt aber eine Abenteurerjagd, die bringt weniger Prestige, dafür aber eben Vorräte. Aber Achtung, das ist nicht erlaubt für euch als Abenteurer, denn das ist Wilderei. Man bekommt also hier in dem Galgenvogelbereich dann auch im Bereich wilderer Punkte. Ja, und geht dann in gewisser Weise auch schon in die Illegalität herein. Ja, es gibt noch ein paar weitere Möglichkeiten, aber das sind die wichtigsten, würde ich sagen. Ein zentrales Element dabei, das wir jetzt hier schon da schon gesehen haben und erwähnt haben, ist das Lager, und das wird über diesen schönen Bildschirm gesteuert. Ich finde es gut, dass das nicht wie beim Turnier ein Fullscreen ist, sondern dass man sich hier durchaus noch in der Welt befindet, dass man das verschieben kann, und es ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Das kann man sagen. Man kann seine Truppe im Übrigen natürlich auch umbenennen. Ja, und im Lager baut man gewisse Elemente, Plätze aus. Das ist so ein ganz wichtiges Element, dass man im Prinzip Geld verdient, um das Lager auszubauen, um immer besser zu werden durch die Boni, die man dann durch diese Ausbauten bekommt. Plus man holt mit dem Geld sich neue Begleiter heran, die sehr, sehr wichtig sein werden. Und das hängt wiederum mit dieser neuen Komplottmechanik zusammen, weil ohne gute Begleiter kann man die Aufträge nicht erfüllen. Das ist eine wirklich interessante Neuerung. Dadurch werden die Begleiter viel, viel wichtiger. Es hängt nicht nur irgendwie an einem Wert des Charakters ab, sondern ob man unterschiedlich spezialisierte Begleiter hat. Das ist ein ganz cooles System. Wie auch immer, es gibt als zentrales Element den Pavillon, den man in 4 Stufen ausbauen kann. Und das Wichtigste daran ist vielleicht, dass man hier, zumindest für Söldner, dass man hier die Kriegsvolkregimenter
also die Anzahl, dass sie sich dadurch erhöhen. Aber ihr seht, es gibt auch verschiedene andere Sachen. Es würde jetzt völlig den Rahmen sprengen, auf alle Details hier einzugehen. Also, das ist der Pavillon. Und, achso, eine ganz wichtige Sache noch, die schaltet die Anzahl der Wohnsitzgebäudeplätze aus, also was man hier noch weiterbauen kann. Das, ihr seht es, das ist hier gesperrt. Hier El Cid, hier habe ich, glaube ich, das entschieden, dass wir einen Truppenübungsplatz haben und ein loderndes Lagerfeuer. Hier kann man, ja, da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Je nach Camp-Ausrichtung, ich habe es euch gezeigt, da ist sehr viel Wildes möglich. Und auch hier gibt es natürlich Verbesserungen und gibt es teilweise noch Innenverbesserungen, wo man dann zum Beispiel hier beim Truppenübungsplatz noch sagen kann, man spezialisiert sich oder man verbessert Pferde, Kamele, Elefantenreserven. Da muss man allerdings in Regionen reisen, wo es Elefanten gibt und so weiter. Leben im Sattel, was weiß ich. Da gibt es also noch Spezialverbesserungen innerhalb dieses Gebäudes. Das gibt es nicht überall. Ja, beim lodernden Lagerfeuer gibt es auch ein bisschen Wanderdichter, Trossmusikanten, Umtrunk für die Verlorenen. Also wirklich sehr, sehr viel wildes Zeug. Jetzt würde ich euch natürlich gerne noch einen Blick auf die anderen möglichen geben. Kann ich das? Ich reiß das mal ab. Ihr seht es, wenn man eine Ausrichtung ändert und andere Gebäude haben will, dann kriegt man Ressourcen wieder. Das ist ganz nett. So, dass ich jetzt mal das Gebäude abreiße, damit ich euch andere Möglichkeiten zeige. Das sind im Moment die Hauptmöglichkeiten, die ich hier als Söldneranführer habe. Versorgungszelt, Baderzelt, Tross. Da geht es dann vor allem um Vorräte, ums Reisetempo, Speisezelt, die Lagergrenze, da geht es darum, ja, da hat man noch eine Reiseoption, dass man sicherer reist, Reisetempo erhöht sich und, und. Man kann sich also auch ein bisschen spezialisieren, ne? Also Tross ist auch relativ wichtig, wenn man mit einem großen Heer dann durch die Gegend zieht, mit einem großen Söldnerheer. Das hängt sehr davon ab, was man hier eigentlich als Abenteurer machen will. Und ich erwähne es nochmal, eure Camp-Ausrichtung bestimmt sehr wesentlich, was ihr hier alles nutzen und bauen könnt. Jo, so viel zum Camp. Aber zum Camp gehört noch etwas anderes, was ich jetzt noch unterschlagen habe. Nämlich, ich hatte ja schon über die Anhänger gesprochen, die wichtig sind. Es gibt auch noch sowas wie eine Lagerlaune. Ihr seht es, 6 meiner Anhänger sind Unterstützer und 2 sind selbstgefällig. Ja, ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, die neutrale Haltung. Es gibt dann auch eine negative Haltung. Wenn es mehr positive als negative gibt, dann bekommt man Boni. Dann ist die Lagerlaune wie hier unerschütterlich. Ihr seht es hier, Armeezähigkeit erhöht sich und, und. Der Effekt, was man oder wie viel man hier bekommt, der wiederum erhöht sich mit der Ruhmstufe bzw. mit dem Prestige. Also je prestigeträchtiger es, umso besser dann auch die Modifikatoren, die man hier erhält. Okay, ich will nochmal über das Spezialthema der eigenen Truppen reden. Das ist ja wirklich merkwürdig, wie man als Landloser jetzt Truppen haben kann. Ja, das geht. Und es funktioniert grundsätzlich ähnlich wie beim bisher bekannten System. Das heißt, man hat ein Kriegsvolk und beziehungsweise man kann Kriegsvölker erschaffen oder rekrutieren. Das funktioniert erstmal auf die gleiche Art und Weise. Man hat ein Limit und das ist im Wesentlichen bestimmt durch das Lager. Hier seht ihr gerade, ich hatte 2 Kriegsvölker, jetzt wird mir aber angezeigt, dass ich das Limit überschritten habe. Das hängt damit zusammen, dass ich eben ein Lagergebäude abgerissen habe. Das ist jetzt so lange noch okay, aber ich kann jetzt natürlich keine neuen mehr machen. Da müsste ich wieder mehr ausbauen entsprechend. So, und wenn man die jetzt benötigt, im Moment reist man quasi auf der Karte jetzt erstmal nur mit seinen paar Leuten rum, dann hebt man die auch aus und dann ist die Armee auf der Karte präsent. Was wichtig ist nochmal, also ich habe jetzt hier 605 Soldaten insgesamt, auch die Größe ist limitiert, man kann das dann wiederum erhöhen per Geld entsprechend. Gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Was wichtig ist, dass auch hier so ist, dass es überhaupt gar keinen Unterhalt gibt, also auch keinen Goldunterhalt. Auch das ist unrealistisch natürlich, aber das haben sie aus Spielspaßgründen so gemacht, damit man nicht irgendwie in Sackgasse gerät, ne? Dass man irgendwie kein Geld mehr hat und keine Möglichkeiten mehr hat,
so viele Aufträge zu erfüllen, wie man benötigt und dann irgendwie ins, ja, in die Miese läuft. Wobei ich es finde, ehrlich gesagt, ein bisschen schade, muss ich sagen, an diesem Punkt, weil ich meine, das ist ja eigentlich genau so eine Herausforderung, die man ja managen könnte, dass man eben, ja, den Unterhalt seiner Truppen irgendwie in Balance setzen muss mit dem, was man mit diesen Truppen verdienen kann. Das wäre eine interessante Herausforderung. Schade, dass man darauf verzichtet hat. Ja, aber es gibt dennoch eine Schwierigkeit, ich will mich jetzt gar nicht so sehr beklagen, die man beachten muss. Und das ist nämlich das Thema, dass man natürlich innerhalb, wenn man jetzt in Kämpfe eintritt, dass man jetzt Männer verliert. Und dadurch, dass man kein Lehen hat, werden die nicht auch automatisch mit der Zeit wieder aufgestockt. Das ist das große Problem. Das geht nur über Interaktion und die beiden wichtigsten seht ihr hier. Man kann mit Gold oder mit Vorräten das Kriegsvolk auffüllen. Also da bezahlt man Leute aus der Umgebung oder man gibt ihnen irgendwie tolle Sachen zu essen und dann steigt das an. Das hat aber wiederum einen Cooldown von ein paar Jahren, sodass ja, dass man das nicht immer zumachen kann. Insofern hat man eigentlich erstmal nur nach einem verlustreichen Krieg einmal einen Schuss frei, um das wieder aufzufüllen. Aber ansonsten wird es dann schwierig werden. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich den Bodensatz zu rekrutieren. Da kann man versuchen, über die Leute zu inspirieren, über seine Diplomatie-Eigenschaften oder mit Prestige oder Theokratien, wenn man sich da gerade befindet, über Frömmigkeit oder um den Schrecken, den man verbreitet, irgendwie Leute zu überreden, quasi ohne Geld reinzukommen. Auch das hat aber meines Wissens einen Cooldown, kann man auch nicht immer zumachen. Damit es nicht ganz so frustrierend wird, bei Belagerungen, wo man ja im Laufe der Zeit doch einige Leute verlieren kann, gibt es eine neue Mechanik für diese Arten von Söldnern, von Abenteurern, dass man nach einer erfolgreichen Belagerung zumindest Zulauf entsprechend des Doppelten des Beutewerts an Leuten bekommt. Da wird dann ein bisschen aufgefrischt. Wenn man die Belagerung aber verliert oder abbricht, dann ist dies nicht der Fall. Allgemein kann man sagen, dass diese begleitenden Armeen so ein bisschen dem Konzept Glaskanone folgen. Das heißt, man wird über diese Zelte, über das Camp sehr starke Boni bekommen, sodass man wirklich teilweise mit deutlich kleineren Armeen echt überlegen ist. Aber die Verluste, die man bekommt, die sind schmerzhaft. Die kann man nicht so schnell ersetzen, sodass man vielleicht nicht so schnell in den nächsten Krieg gehen kann. So, jetzt aber nochmal zur Frage, wie kommt man jetzt eigentlich in Kriege? Leider kann ich es euch jetzt nicht so richtig gut zeigen, weil hier aktuell entsprechende Verträge nicht da sind. Es gibt drei verschiedene Arten von Verträgen. Und zwar einmal so ein Beistandsvertrag. Das ist, wenn ein Krieg läuft, dann gibt es quasi die Aufforderung, hey, hilf mir in diesem Krieg. Dann steigt man einfach mit ein. Es gibt auch die Möglichkeit des Anspruchdurchsetzens. Da hat dann jemand einen Anspruch auf einen Titel und bittet jetzt mich als Söldnerführer, ihm zu helfen mit der Söldnerarmee. Da gibt es dann meistens so ein Zeitlimit von 1 bis 2 Jahren, in dem man sich dann verpflichtet, dass man, wenn er das jetzt dann durchsetzt, dass man dann da ist und mit ihm kämpft. Oder es gibt die Möglichkeit, eine Fraktion zu unterstützen innerhalb eines Reiches. Das läuft dann genauso. Innerhalb 1 oder 2 Jahre ist man verpflichtet, dem dann zu helfen. Und man wird allgemein bezahlt nach Kriegsbeitrag. Das Konzept gibt es ja jetzt schon. Also je besser man ist in diesem Krieg, umso mehr Geld kriegt man dann durch solche Aufträge. Man kann aber ja seit Fate of Eberia auch direkt Kriegsunterstützung anbieten. Haben wir mal hier jemanden, der im Krieg ist? Ja, zum Beispiel hier König Sancho könnte man sagen, militärischen Beistand anbieten. Da allerdings gibt es deutlich weniger Geld. Ihr seht es hier, 25. Man muss mindestens 151 Kriegsbeteiligung haben. Ja, das ist zumindest eine kleine Möglichkeit, um mit den Söldnern dann Geld zu verdienen. Da kann man auch in einen Krieg hineinkommen. Man kann im Übrigen auch, wenn man in einem Krieg ist, das ist ganz interessant, die Seiten wechseln, quasi auf der Gegenseite dann kämpfen. Das kann dazu führen, dass dann die Gegenseite einem auch ja, das entlohnt. Und wenn man hinterlässig oder feige ist, kann man auch einfach, wenn ein Krieg doof läuft, ihn einfach verlassen. Kostet natürlich alles Ruf und sowas alles. Das ist nicht so gern gesehen, logischerweise. So, es gibt noch einiges mehr, was ich euch hier in dem Zusammenhang zeigen möchte. Als erstes hat man keinen Rat. Der Hof sind gewissermaßen die Anhänger, die mit einem ziehen. Und die sind sehr, sehr wichtig, weil ich erwähnte schon, das sind die Agenten, die man in dem neuen
Komplottsystem einsetzen muss. Das heißt, man möchte wirklich gute Leute dabei haben. Und es wird ein wichtiges Element sein, dass man versucht, gute Leute für sein Camp anzuwerben. Die guten Leute sind auch deshalb wichtig, weil es diverse Ämter gibt. Das sind Offiziersämter. Zwei davon sind besonders wichtig, nämlich hier einmal der Sekundant. Der trägt mit seinen Eigenschaften direkt zu den eigenen bei. Das ist im Prinzip sowas wie die Ehefrau am Hof. Allgemein auch hier, man hat keinerlei Kosten bei den Ämtern. Also auch hier, die Sache muss nicht groß gemanagt werden. Man kann einfach die besten Leute da einsetzen und deswegen möchte man auch gute Leute haben. Und ganz interessant, es gibt einen Handlanger. Das ist jemand, der ja ein unfreiwilliges Opfer von Reizbarkeiten und grausamem Humor, den kann man also demütigen, hin und her schubsen. Ja, wenn jemand missgebaut hat, dann kann man ihn zum Handlanger machen. Ihr seht aber, es gibt noch deutlich mehr. Aber das meiste, und da kommen wirklich noch wahnsinnig viele Sachen dazu, kommen über diese Campgebäude, wo es wirklich diverse Ämter gibt, die man besetzen kann mit entsprechend guten Leuten, die einem dann entsprechend Boni geben. So. Jetzt stellt euch die Frage, okay, jetzt bin ich Abenteurer, aber was mache ich jetzt eigentlich? Gut, man sammelt jetzt irgendwie Ressourcen an, aber so das als Selbstzweck, klar, kann natürlich auch, es entstehen interessante Geschichten, das kann ich jetzt schon mal sagen, kann auch Selbstzweck sein, aber es gibt auch im Spiel Ziele, die man erreichen kann und das läuft über Entscheidungen. Übrigens neu ist, dass man die Entscheidung hier so zusammenklappen kann und hier gibt es sogenannte Abenteurer-Hauptentscheidungen. Also, man kann zum Beispiel ein großer Eroberer werden. Ihr seht, was hier alles nötig dafür ist. 20 Kriege teilgenommen, an 5 Kriege gegen Könige und Kaiser, 4000 Truppen, 12 Charaktere getötet und so weiter und so fort. Also wilde Sachen. Da bekommt man auch eine Legendensame. Das ist also eine große Geschichte. Man kann für seine eigene Kultur eintreten. Vor allem ist das relevant, wenn man jetzt zum Beispiel eine Kultur hat, die Teil eines anderen großen Reiches ist. Da gibt es einen Abspalter, Aufstand und so weiter und so fort. Also das ist eine Möglichkeit. Dann kann man dann auch, glaube ich, Land bekommen. Na, bin mir nicht ganz sicher. Stimmt, man bekommt einen durchgesetzten Anspruch, den man dann versuchen kann umzusetzen. Auch eine coole Sache ist, Schwanenritter zu werden. Das heißt, man muss eine bestimmte Anzahl von Verträgen abschließen. Man darf nicht Galgenvogel sein. Man muss im Prinzip gut agieren. Ein moralisch einwandfrei edler Ritter sein. Und ja, dann bekommt man einen goldenen Schwanenmantel und einen Legendensamen der Schwanenritter. Und fahrender Ritter ist man dann. Das ist, finde ich, auch sehr witzig. Man kann quasi als Reisender und Entdecker versuchen, so viel wie möglich besondere Orte auf der Weltkarte zu erreichen. Bis zu 60 Sehenswürdigkeiten kann man hier besuchen, beziehungsweise bei je 12 verbessern sich die Belohnungen. Die erste ist bei 26, 42, 60. Genau, und dann kann man am Ende meines Wissens ein Buch schreiben über das Erlebte. Diese Sehenswürdigkeiten sind besondere Orte in der Welt. Das sind die besonderen Gebäude, die auf der Welt hier verteilt sind. Da gibt es ja einige davon. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Kartenmodus dafür gibt. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit zu wissen, was jetzt eigentlich der besondere Ort ist. Zufällig war zum Beispiel jetzt hier die Hauptstadt eines Königreiches war jetzt auch schon ein besonderer Ort. Also da muss man sich irgendwie anderweitig informieren. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall ein interessanter Weg. Man kann den Weg eines religiösen Eiferers gehen. Das ist eine interessante Mechanik. Da kann man nämlich Länder, die man besucht, zum eigenen Glauben bekehren. Und das ist durchaus gefährlich und je höher die Entwicklung, umso schwieriger es, wenn man die Landessprache spricht, umso einfacher wird es. Da haben sie sich einiges dazu ausgedacht, was man hier als Wanderer alles Abwechslungsreiches tun kann. So, was haben wir noch? Dann haben wir, das ist auch ganz gut, auch eine Art in gewisser Weise an Land zu kommen. Man kann, nee, stopp, da wird man wahrscheinlich, nein,
Man wird wahrscheinlich nicht Land besitzen, weil man baut quasi nur ein Besitztum in einer Baronie. Aber immerhin. Also man kann tatsächlich zu einer leeren Baronie gehen, wenn dort nichts ist. Kann man dann Burgen bauen, Städte bauen und als Gründer irgendwie bekannt werden. Interessanterweise, okay, man muss Innovation Stadtplanung haben, sehe ich hier. Also das ist auch ein Weg, was man tun kann. Und man kann richtig radikal nochmal zugespitzt den Weg des Kriminellen gehen, nämlich Ausgestoßene um sich sammeln. Und ja, jedes Mal, wenn man so einen Strafvertrag abschließt, wenn man also eine kriminelle Handlung macht, dann bekommt man ein besonderes Kriegsvolk, so kleine Truppen, sodass man mit der Zeit eine Armee von Kriminellen um sich scharrt. Auch eine ganz witzige Idee. Man muss allerdings schon einiges an Erfahrungen in diversen kriminellen Bereichen gesammelt haben. Ja, das sind Möglichkeiten als Abenteurer. Es gibt aber noch kleinere Entscheidungen. Vorräte sammeln haben wir schon gesprochen, Angeln auch. Sehr interessant ist, dass man ein Erbe ausschlagen kann. Da komme ich später nochmal zu. Und man kann lokal die lokale Burg besuchen. Das geht auch über diesen Weg. Das ist interessant. Also man kann nicht nur eine Burg besuchen, sondern es hängt damit zusammen, wo man sein Lager hat. Also es geht darum, dass man den Ort, wo man sein Lager hat, besuchen kann. Wenn man jetzt in der Stadt wäre, würde man eine Stadt besuchen. Wenn man ein Bistum wäre, würde man den Tempel besuchen. Und dann öffnen sich Eventfenster und man kann dann Vorräte einkaufen, Artefakte verkaufen. Man kann dort in die Taverne gehen. Man trifft vielleicht dort Leute, mit denen man sich unterhalten kann, die man anheuern kann. Oder in Tempeln, da kann man irgendwie vielleicht sich heilen lassen oder Frömmigkeit bekommen oder Religion wechseln. In Städten ist Handel dann verbessert, hat man bessere Preise, Artefakte kann man zu besserem Geld verkaufen und, und. In der Burg selbst kann man auch trainieren, solche Geschichten, aber das braucht natürlich alles Geld. Tavernen gibt es überall. Allgemein noch so ein paar anderen Unterschieden zwischen Abenteurern und Herrschern mit Land. Der Lebenswandel, der ist grundsätzlich erstmal derselbe. Die Dinge heißen meines Wissens auch ähnlich. Aber wenn Effekte nicht sinnvoll sind, also wenn deren Boni einfach nichts bringen für Abenteurer, haben die Entwickler wirklich jeden dieser Effekte verändert, sodass sie angepasst sind auf das Abenteurerleben. Ich will euch ein paar Beispiele nennen oder genau zum Beispiel hier beim Ränkespiel den Folterer zeigen. Bei Verbrechen zahlt sich aus, ist es einfach so, dass man für diese kriminellen Aktionen einfach mal doppelt so viel Geld bekommt. Oder langes Schwein heißt, wenn man das hat, erlaubt die Hinrichtungsart zu Überraschungsfleisch verarbeiten, die Gefangene zu Vorräten macht. Also solche sehr interessanten Sachen erwarten euch. Auch Architekt, ihr seht es hier, Lagersteuer spielt da eine Rolle. Bei Bildung ist viel passiert, wenn man gerade diese Theologie-Geschichte machen kann. Da gibt es dann Möglichkeiten, wie man sich spezialisieren kann, auch für die Reisen entsprechend. Bei den Aktivitäten haben wir vorhin schon mal kurz reingeschaut. Ich will nochmal reingucken. Vieles ist natürlich nicht möglich. Was möglich ist, ist Jagd. Die Pilgerreise ist möglich und der Universitätsbesuch, das kennen wir schon. Was neu ist, ist ein Lagergelage. Das ist in gewisser Weise so ein Fest, das man im Lager abhalten kann, wo man dann sich irgendwie mit seinen Leuten irgendwie besser verstehen kann. Anspannung wird abgebaut. Man kann vielleicht sogar Vorräte erhalten, was ein bisschen merkwürdig ist. Gelage klingt eher danach, dass Vorräte vernichtet werden. Eine Frage habt ihr vielleicht schon im Laufe der Zeit jetzt bekommen, nämlich wie läuft das mit der Nachfolge? Was passiert, wenn ihr zum Beispiel El Cid sterben würde? Tatsächlich gibt es auch hier eine Erbsituation in gewisser Weise. Grundsätzlich ist das so organisiert, dass entweder das älteste Kind quasi das Lager übernimmt, das Camp übernimmt, oder der nächste Verwandte. In diesem Falle ist es jetzt mein Neffe. Man kann aber auch selbst irgendwie entscheiden, und da gucke ich mal, ob das überhaupt stimmt. Was haben wir als Familie hier noch mit?
Ich glaube, das ist jetzt im Moment hier mein einziger Verwandter. Meines Wissens hatten wir noch einen Onkel. Wartet mal. Ich will mal kurz in den Dynastiebaum gehen. Petro. Aber der Onkel begleitet uns, glaube ich, nicht. Ne, den sehen wir hier nicht. Ich gucke noch mal kurz bei den Anhängern rein. Hier haben wir unseren Onkel. Ja, okay. In diesem Falle würde er nicht annehmen. Interessant. Also, man kann auf jeden Fall in bestimmten Konstellationen andere Verwandten zum Erben machen. Das kann man also direkt bestimmen. Und man kann auch andere Kinder adoptieren. Die werden dann einfach Teil der eigenen Familie. Man ist da also sehr, sehr flexibel, was dies betrifft. Ja, soweit eigentlich dazu. Und dann geht es ganz normal weiter. Die KI im Übrigen benutzt dieses gesamte System auch. Am Spielbeginn gibt es nicht so viele Abenteurer, aber mit der Zeit entscheiden sich immer mehr Charaktere, dies zu werden. Ich glaube, es gibt ein Maximum von 200, wobei sie wohl anstreben, dass gleichzeitig immer 50 oder 100 Abenteurer in der Gegend rumlaufen. Es gibt hier, glaube ich, so einen... hier sehe ich das nicht. Wisst ihr was? Man sieht es hier, wenn ich jetzt auf Charakter wechseln gehe. Sehe ich hier landlose Herrscher. Da haben wir einige, die mit dem Verwaltungssystem in Byzanz zusammenhängen, aber die mit dem Helm über dem Kopf, das sind jetzt im Prinzip auch Abenteurer, entschuldigt, die in der Gegend rumlaufen und gewissermaßen das Gleiche tun, was man selber tut. Es ist allerdings so, dass man, wenn man jetzt Land besitzt, mit diesen Abenteurern wenig interagiert, auch wenn man selber Abenteurer ist. Es ist so, man kann auf die wechseln, klar. Und man kann sie als Söldner anheuern. Das ist nochmal eine besondere Mechanik. Gut. Im Übrigen kann man auch nicht einfach so in sein Camp, so, sag ich mal, wie man es normal gewohnt ist, Leute einladen, sondern das ist nur möglich bei Spielererben, besten Freunden, Seelenverwandten und Ehepartnern. Das wäre sonst zu einfach, Leute quasi in sein eigenes Gefolge zu bekommen. So, zum Abschluss jetzt noch zwei ganz entscheidende Punkte, nämlich, wie kommt man jetzt, wenn man keinen Bock mehr hat auf das Abenteurerleben, an Land? Und wie wird man eigentlich Abenteurer? Wir starten mal mit der Frage, wie kommt man an Land? Die Grundidee dahinter ist, an arme, unwichtige, kleine Grafschaften, sonst wo, kommt man relativ schnell, wenn man das möchte. Wenn man einen guten Titel haben will, muss man einiges für tun. Allgemein hängt auch die Größe des Reiches, die man bekommen kann, von der Ruhmstufe ab, also vom Prestige. Mit bekannt wird man noch nicht weiterkommen. Ab hervorgetan, illuster, wird es dann interessanter. So, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, an Land zu kommen? Als erstes, man kann natürlich erben. So, man gilt als Abenteurer, als landloser Höfling, sodass man nicht über die Kronautorität ausgeschlossen ist. Und wenn man es schafft, irgendwo geschickt reinzuheiraten, und ich habe euch ja schon gezeigt, wie das möglich ist, dann ist es halt möglich, tatsächlich Land zu erben. Wenn man aber das aus irgendeinem Grund gar nicht möchte, gibt es diese neue Entscheidung, das Erbe ausschlagen. Hat so ein paar kleinere Nachteile, aber das ist ja ein relevanter Punkt, wenn man einfach Abenteurer bleiben will. Das ist übrigens jetzt auch neu, wenn man im Heiligen Römischen Reich spielt, und das ist, glaube ich, auch Patch-Inhalt, kann man zukünftig per Entscheidung bestimmen, dass man nicht gewählt werden möchte. Aber das ist ja eigentlich Patch-Inhalt, will ich jetzt noch gar nicht sagen. So, Erben ist eigentlich die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, es gibt einen speziellen Kriegsgrund. Und im Prinzip kann man mit jedem Herrscher, den kann man angreifen. Wir gucken mal hier, Königreich Kastilien, könnte ich jetzt sagen, Krieg erklären. Da gibt es die Abenteuerinvasion für ein Königreich, für ein Herzogtum oder für eine Grafschaft. Bei der Grafschaft könnte ich jetzt aussuchen, welche Grafschaft ich haben möchte. Und dann könnte ich den Krieg erklären. Geht allerdings nur, wenn man eine bestimmte Ruhmstufe hat. Habe ich jetzt noch nicht. Wäre also gar nicht möglich. Ihr seht auch hier, wie das Kräfteverhältnis ist. Wäre schwierig. Und je höher der Titel, umso höher sind dann die Kosten. 4.500 Prestige ist eine Menge. Und vor allem, man muss hier erhaben sein. Ja. Das ist der eine Weg, um an Land zu kommen. Man kann aber
quasi das Ähnliche machen, aber vorher vielleicht einen König finden, der einem hilft dabei. Und zwar läuft das über den Weg landlose Abenteurer um Invasionsunterstützung ersuchen. Erstmal bin ich zu weit entfernt hier, aber ich bräuchte auch eine Ruhmstufe, die niedriger ist als... Genau, nee, die höher oder gleich ist als Illuster. Also auch da habe ich keine entsprechende Ruhmstufe. Je nach Beziehung zum König, und deswegen ist es durchaus wichtig, die Beziehung zu Königen zu verbessern, geben sie einem Truppen oder steigen vielleicht sogar direkt in diesen Krieg mit ein. Allerdings wird man im Gegenzug dann Vasall dieses Königs. Das ist quasi der Deal dabei. Es gibt noch was ganz anderes, nämlich es gibt auch die Möglichkeit, über ein Komplott ein ganzes Reich zu bekommen. Gucken wir mal hier uns den König von Frankreich an. Da gibt es die Möglichkeit des Reich-Entreißen-Komplotts. Auch hier sind die Ruhmstufen entsprechend hoch. Beim Königreich ist das erhaben. Ich muss natürlich auch näher dran sein. Und der entscheidende Unterschied hier ist allerdings, dass wenn das klappt, da kommt dann wieder die Komplottmechanik ins Spiel, man nicht keinen Krieg führen muss, sondern man bekommt dann einfach diesen Titel. Allerdings kostet das, wie gesagt, auch sehr viel Ruhm, sehr viel Prestige und man braucht für dieses Komplott gute Leute und man braucht viel Geld, um entsprechende Agenten zu finanzieren, um seine Chancen zu steigern. Also das ist keine Sache, die man mal eben nebenbei macht, sondern vielleicht die Krönung des eigenen Abenteuerlebens und der Grund, warum man Reichtum ansammelt. Und es gibt noch einen weiteren Nachteil. Nehmen wir an, uns gelingt dieses Komplott und wir werden König von Frankreich, dann werden das sehr viele Untertanen des Königs von Frankreich nicht gutheißen und das Reich zerfällt. Das heißt, man bekommt nur einen Bruchteil. Natürlich ist es das Königreich Frankreich, aber man muss dann im Nachhinein noch Reichseinigungskriege führen gegen die abgespaltenen Ländereien, die sich nicht so einem Usurpator unterwerfen wollen. Es gibt auch die Möglichkeit, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich zu weit entfernt bin, bei Clan oder bei Stämmen kann man auch Gebiet kaufen, also einfach mit Gold zahlen. Das geht nur bei Grafschaften und Herzogtümern. Bei Herzogtümern ist es auch super teuer, kostet ein paar Tausend. Und natürlich wird das ein bisschen modifiziert, ärmere sind günstiger, beziehungsweise reiche Provinzen teurer. Und wenn das eine andere Kultur oder einen anderen Glauben hat als dieses Herrschers, dann ist er eher bereit, das zu verkaufen und so eine Geschichten. Also man kann auf diesem Wege tatsächlich auch, aber meines Wissens nicht in Feudalreichen, sowas bekommen. Wir können mal einfach mal gucken. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Ich erzähle Quatsch. Tatsächlich kann man es überall machen. Entschuldigt. Es ist also überall möglich. Man kann Land kaufen. Auch hier muss man eine gewisse Ruhmstufe haben. Und in diesem Fall müsste der Graf auch zwei Grafschaften haben, sonst würde er sich ja selbst des Landes berauben. Okay, also vergesst, was ich gesagt habe. Überall geht es mit Geld. Und eine ganz witzige Sache ist, man kann sich selbst, man kann an einem Heiligen Krieg am Kreuzzug teilnehmen und sich selbst als Begünstigte einsetzen und dann mit seiner Söldnerarmee in diesem Krieg kämpfen und vielleicht schafft man es ja, dort gut zu agieren und dann bekommt man eben über diesen Weg einen Titel zugesprochen. Es gibt auch ein Spezialthema oder eine Spezialart und Weise, wie man in einem administrativen Reich, wie Byzanz es ist, an Land kommt, weil das ist ja kein Lehnsland, sondern gewissermaßen Dienstland. Aber dazu werde ich kommen in einem zweiten Video, wenn wir über Byzanz und die administrativen Reiche sprechen. So, jetzt stellt sich noch die Frage, so was passiert, wenn man jetzt an Land gekommen ist? Dann ist es so, dass man eine Eigenschaft erhält, Veteranenabenteurer. Das Lager wird komplett aufgelöst. All die Gebäude, die man gebaut hat, da kriegt man das Geld teilweise zurück. Das ist eine schöne Startkapital, was man dann erhält. Und die eigenen Anhänger werden dann Höflinge, die man dann in den Rat besetzen kann oder denen man vielleicht weiteres Land geben kann oder ähnliches. So, wenn man selbst landbesitzender Herrscher ist, kann man tatsächlich auch anderen Abenteurern, die jetzt in seinem Land vielleicht kampieren oder irgendwie die man als Söldner anheuert, die kann man mit Land versehen, die kann man zu eigenen Lehnsleuten machen. Das ist eine Möglichkeit der Interaktion.
Oder wenn einen die Nerven, wenn die einen in einem eigenen Land sind und dort kampieren, kann man sie ausweisen. Und das kann einem im Übrigen auch passieren, wenn man landlos spielt und zum Beispiel eine sehr schlechte Meinung, also der Lehnsherr, in dessen Land man sich befindet, sehr schlechte Meinung hat über einen. Zum Beispiel, wenn man kriminell geworden ist, wenn man Leute ausraubt. Ja, dann können die einen wegschicken. Und das kann man aber ablehnen auch. Das kann auch die KI ablehnen. Nach 3 Monaten gibt es dann so einen Verhaftungsversuch desjenigen. Und wenn der misslingt, dann ist man als Landbesitzercharakter im Krieg mit dieser Söldnerarmee. Und in diesem Krieg geht es dann um alles, weil wenn man das verliert, wenn die Söldner gewinnen, übernimmt der Abenteurer das jeweilige Land. Wird tatsächlich wohl auch von der KI so genutzt. Ja, so ein Ausweisen gilt dann bis zum Tod des Herrschers, der das angewiesen hat, ist also nicht rücknehmbar. Was nicht möglich ist, ist, man kann so ein Camp, auch wenn es auf der Karte ist, man kann es nicht überfallen. Weder kann ein Landloser einen anderen Landlosen überfallen oder Lehnsherr oder sowas. Das haben sie aus spielmechanischen Gründen sein gelassen, weil das alles schwierig ist. Belagerungsmechanik funktioniert dort nicht und. So, und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage, nämlich wie wird man eigentlich Abenteurer? Grundsätzlich kann man sagen, es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es gibt ab sofort bei jedem Tod eines Herrschers, also wenn man Land hat und sein Herrscher stirbt, gibt es eine neue Nachfolgeoption. Wähle ein neues Schicksal, heißt das. Man kann ganz normal, wie bisher auch, die Erbfolge weiterspielen, aber man kann auch ein neues Schicksal wählen. Und dann hat man die Auswahl aus 3 Charakteren. 2 sind Charaktere im eigenen Reich, der eigenen Dynastie, der eigenen Familie, die irgendwie eine interessante andere Herausforderung bieten. Ein Bruder vielleicht, der kleine Grafschaft hat oder sowas. Und einer von diesen 3 ist in der Regel ein, wenn es möglich ist, ein landloser Charakter, der dann Abenteurer wird aus der eigenen Familie. Man kann also bei jedem Erbfall entscheiden, ja, man spielt jetzt einfach als Abenteurer, als Landloser der eigenen Familie weiter. Was man nicht kann, und da gibt es aber eine Ausnahme, aber ich sag's mal, einfach so als Herzog jetzt sagen, so, ich habe Schnauze voll, ich werde jetzt Abenteurer. Das geht so einfach nicht. Ja, im Übrigen können auch ehrgeizige und rastlose KI-Charaktere selbst entscheiden, dass sie jetzt keinen Bock mehr haben auf das Hofleben und Abenteurer werden. Und wenn man Kinder hat, die ganz weit hinten in der Abfolge sind, werden die einen auch vielleicht fragen, ob sie Abenteurer werden dürfen. All das ist möglich. So, man kann aber auch Abenteurer, landlose Abenteurer werden, ganz einfach, wenn man sein Reich verliert. Das ist jetzt möglich, dass es kein Game Over gibt, sondern es gibt ja jetzt diese Mechanik und dann ist man einfach landlos und macht was komplett anderes. Sehr schön. Ist natürlich jetzt nichts, worauf man jetzt unbedingt jetzt spekuliert oder darauf hinarbeitet. Es ist aber auf jeden Fall eine sehr schöne Art, dass man auf eine andere Art und Weise es nochmal neu versuchen kann. Es gibt ein paar Kulturen, die dies tatsächlich auch als landbesitzender Charakter entscheiden können, zu sagen, wir wollen das jetzt machen. Es gibt eine kulturelle Tradition der Soldklingen, so heißt das. Wer das hat, die Kultur, die können das. Oder, ganz wichtig, die Nordmänner, zum Beispiel die Norweger, die haben die Möglichkeit des Küstenkriegers und damit ist die Entscheidung Abenteurer werden verbunden. Verlasst euer Landbesitzreich und gründet ein Abenteuerlager. Also die können das tatsächlich. Nicht nur die, zum Beispiel auch die Normannen. Haben wir hier einen Normannen, ja. Die haben unverfrorene Kadetten. Da gibt es auch die Entscheidung, Abenteurer werden. Und es gibt noch einige andere, hier glaube ich in diesem Raum. Da ist dies auch möglich, bei bestimmten Kulturen. In all diesen Fällen, über die ich schon gesprochen habe, man verliert sein Reich oder man wählt diese Nachfolgeoption oder eben diese Entscheidung, verliert man 3 Stufen Ruhm. Das ist deshalb so, damit man nicht sofort gleich mit seinem vielen Ruhm, den man vielleicht angesammelt hat, sofort hier ein Königreich erobert und dann gleich wieder dufte dasteht. Also man soll dann schon auch die Mühen der Ebene spüren. Es gibt aber noch eine andere Art zu starten oder ja zu starten als Abenteurer und dafür gehen wir einfach mal raus ins Hauptmenü. Denn es gibt historische Abenteurer,
die man bei Spielstart auswählen kann. Es gibt übrigens ein neues Startjahr, aber das ist meines Wissens Patchen halt. Schaue ich mir nochmal an. Dazu kommen wir später nochmal. Hier bei 1066 gibt es extra den Reiter, die wandernden Verbanden. Und hier kann man also gleich zum Start welche auswählen. Hier habe ich zum Beispiel auch El Cid ausgewählt. Was hier allerdings noch besonders cool ist, dass bei 4 von diesen, und das ist noch nicht sofort ersichtlich, nämlich bei Rodrigo Diaz, bei El Cid, bei Valada, bei Hazan und bei Hereward, dass es dort noch eine richtige Storyline gibt. Teilweise Spielmechaniken, die dahinter stehen. Die gucken wir uns mal im Einzelnen an. Das wird nämlich hier deutlich werden. Besonderer Geschichteninhalt verfügbar. Also, Rodrigo Diaz. Als El Cid werdet ihr von eurem Lehnsherrn zu Unrecht verstoßen. Im Exil könnt ihr euch entscheiden, ob ihr eurem Lehnsherrn treu bleiben oder einen eigenen Weg suchen wollt, der schließlich in der Rückkehr an den Hof oder dem Erwerb des größten aller Preise Valencia gipfelt. Das erleben wir mit El Cid. Dann haben wir Valada. Also das ist relativ klein designt, da ist nicht so viel Content hinter. Dann haben wir Valada. Als Valada steigt ihr als Schmonzettendichter auf, indem ihr Gedichte verfasst und Literatursalons in der ganzen Welt gründet, um im Zuge dessen einen einzigartigen Folianten immer weiter zu verfeinern. Das Ende eurer Geschichte ist so dramatisch, wie ihr es wünscht, doch obwohl ihr kinderlos seid, werdet ihr Möglichkeiten haben, weiterzuspielen. Dann haben wir Hazan. Als Hazan werdet ihr auf den Pfad des religiösen Fanatismus geführt, sucht euch einen Ort aus, an den ihr das Licht des wahren Glaubens bringt und bekehrt Herrschern, deren Grafschaften vor der Nase weg. Schließlich gipfelt eure Geschichte in einem großen religiösen Aufstand gegen den von euch erwählten Feind. Und der meiste Content soll bei ihm hier liegen, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, Hereward, der Wache. Also, er wird sich als Hereward, hier heißt er Ward, wird sich euer Exil im Ausland als kurzlebig erweisen. Da England unter einem fremden Joch steht, kehrt ihr nach Hause zurück, um für die Freiheit zu kämpfen, euren Namen reinzuwaschen und Normannen zu töten. Über die gesamte Dauer des Spiels hinweg wird eine besondere Mechanik aktiv sein, die Englands Widerstand gegen die normannische Herrschaft darstellt, und währenddessen laufen vorgezeichnete Erzählereignisse ab. Eure Geschichte wird mit dem Tod enden, eurem oder dem eurer Feinde. Ja, das finde ich sehr, sehr cool, dass sie da eine neue Art finden, auch stärkere Storylines nochmal erlebbar werden zu lassen. Geht zwar alles wieder in diese gleiche Richtung, Power Fantasy und Events basiert, aber ja, am Ende trotzdem ja interessant und abwechslungsreich. Und die letzte Möglichkeit ist die, einen eigenen Charakter zu erstellen. Das kennt man ja, das System. Und der kann auch von Anfang an landlos sein. Ihr müsst also nicht auf diese historischen Charaktere zurückgreifen. Ihr müsst einfach auswählen, wo ihr starten wollt. Sagen wir mal hier. Und dann euren eigenen Abenteuer erschaffen. Und dann kommt es ganz normal in das Charaktersystem. Und dann werdet ihr am Start gefragt, was ihr für Begleiter haben wollt. Das ist sehr, sehr wichtig. Man kann sich auch entscheiden, ohne Begleiter zu starten. Aber ich sage euch, es ist super schwer bis kaum möglich, diese Aufträge zu erfüllen, wenn man nicht Leute an seiner Seite hat, weil die Chancen sind dann sehr, sehr gering, dass das Ganze erfolgreich wird. Aber so wäre dann entsprechend dieser Weg. Jo, und wer hätte es gedacht, nach einer Stunde und 8 Minuten habe ich es dann auch geschafft und den ersten Teil des DLCs euch vorgestellt. Es folgen, wie gesagt, 2 weitere Videos. Eins zum Thema Byzanz, administratives Reich, und eins zum Thema Rest und Patch. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.